Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Folge. Ich zeige heute, wie man den O530G von Altair in OMSI 2 einfügt. Als erstes mal wieder OMSI 2 öffnen, in Vehicles rein, dann das Verzeichnis öffnen und diesen MB O530G Ordner da reinziehen. Ich werde diesmal das wieder nicht überschreiben, weil ich auch an diesem Bus Änderungen vorgenommen habe und ich dann alle Änderungen wieder von vorne anfangen musste. Da habe ich keine Lust zu. So, dann lassen wir das hier eben noch laden. Es dauert ein bisschen länger, also der Bus ist relativ groß vom von den Daten her, meine ich. So. Und jetzt werdet ihr einfach alles überschreiben. Ich mache es jetzt halt ja nicht. Und dann habt ihr den Bus auch hier drin. Wo soll denn? Da. Das ist dann der Bus. Ich habe hier noch den ZF-Mod drin, deswegen habe ich diesen Ordner auch noch zusätzlich. Ja. Und habe hier auch noch einige Änderungen halt, wie man vielleicht sieht. So. Jetzt geht ihr wieder in euer OMSI 2 Verzeichnis. Habt ihr hier den Ordner Fonts. Den fügt ihr einfach auch hier ein. In das Hauptverzeichnis von OMSI 2. So. Da ist es, dann auch wieder überschreiben und dann geht das auch schon. Das war's schon wieder.